Ah, so ein Büro ist schon was Geiles. Hat man irgendwie an jeder Ecke jetzt neue Aufnahmemöglichkeiten. Schaut mal, wer da an der Scheibe klebt. Ich grüße euch zum Freitagsvideo. Hallo YouTube, AdSense hier. Willkommen zu einem neuen Freitagsvideo. Heute mal mit anderem Hintergrund. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was wir die Woche geschafft haben hier. Und zwar, wir sind jetzt fertig mit der Außendekoration, dass das hier mal nach Büro ausschaut mit ein bisschen Milchglasfolie und einem kleinen Logo. Das Logo, das werdet ihr in den nächsten Wochen öfters noch irgendwo sehen, verspreche ich euch. Das kommt natürlich aus dem Freitagsvideo-Intro, was am Ende kommt, dieser Konterfall. Danke an diejenigen, die geholfen haben. Super Sache, dass das geklappt hat und ich bin froh, dass die Woche jetzt vorbei ist. Weil es war echt irgendwie durchwachsen anstrengend. Anfang der Woche hatten wir echt viel zu tun. Dadurch, dass das Link Frames 2 Pack angekündigt wurde und da wieder 17 Archetypes in den Link 2 bekommt, wurde übers Wochenende vieles aufgekauft. Also, da, was war denn dabei? Ich glaube, Dark Lords, Artifacts, Cyframe ganz viel. Ach, alles mögliche an alten Archetypes, die jetzt wieder gekauft wurden. Ey, jetzt habe ich sogar Lichteffekt im Hintergrund. Geil, Mann. Das Setting hier, das werde ich auch nur einmal machen. Einfach nur, weil ich gerade Bock dazu hatte. Dann haben wir die ganzen Bestellungen am Montag abgearbeitet. Ab Dienstag wurde es dann weniger. Mittwoch noch weniger, Donnerstag noch weniger und heute war es so gut wie gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben sich die anderen Händler gerade alle auf diesen Black Friday vorbereitet, aber ich halt nicht. Ich hatte andere Sachen zu tun. Ich habe wieder jeden Tag hier Sammlungen von euch bekommen. Bewertet, teilweise halt auch ohne Video, die sind jetzt zum größten Teil alle durch, aber ich habe trotzdem, glaube ich, gerade 8 Sammlungen schon vorsortiert, die ich jetzt am Wochenende, am Sonntag oder so bewerten möchte per Video und dann alles schneiden und hochladen und bla. Also es kommt alles mit der Zeit, keine Angst, ich habe euch alle nicht vergessen. Nur diese Woche hatte ich irgendwie keine richtige Lust zum Video drehen, weil ich lieber die Scheibe mitmachen wollte, weil ich andere Sachen noch organisieren wollte, weil ich auch privat einige Sachen zu tun hatte. Dann haben wir am Dienstag, glaube ich, eBay gestartet. Einfach mal bei eBay AdSense eingeben. Ein paar Artikel sind schon online, so die ersten Tests. Aber eigentlich starten wir erst richtig durch damit im Januar. Da habe ich dann meine 2 Leute, die sich mal damit beschäftigen wollen. Aber so der erste Einstieg, erster Gedanke dazu, ist ganz lustig. Mal schauen, ob man dann auf eBay auch noch zusätzlich Umsatz machen kann. Aber ich denk mal schon, das sollte klappen. Dann kam ich auf die Idee, die großen Sammlungen, die jetzt reingekommen sind, in einem Livestream zu bewerten, wo dann halt die Zuschauer mal an einem, wir hatten es jetzt für Donnerstagabend eigentlich geplant, zusehen können, die sich dafür interessieren und halt direkt reinrufen können, wenn ich irgendeine Karte nicht richtig bewertet habe, aber wenn ich überhaupt nicht weiß, wie sie bewertet wird, wollte ich sie zur Seite packen, dass dann irgendwie Max im Stream guckt oder auf dem Markt guckt und dann halt sie gleich richtig legen kann. Das war eigentlich so der Plan, aber meine Technik, die ich hier habe, die reicht nicht aus zum Livestream und da habe ich mich gestern mal informiert, was man da anderes kaufen müsste, damit das läuft. Weil das ist so, denke ich mal, so ein Plan, dass das dann demnächst einmal pro Woche kommt, so ein Livestream, wo wir hier ein bisschen was aus dem Büro direkt verarbeiten und ihr könnt halt helfen oder zugucken, wie ihr wollt. Was haltet ihr davon? Ist das eine coole Idee oder sollte ich es lieber lassen? Ich bin am überlegen, ob ich jetzt noch in den nächsten Stunden diesen Black Friday nutze beim Saturn, um mir was vielleicht günstigeres zu holen. Ich weiß es auch noch nicht genau. Vielleicht lass es. Nee, ich will schon ein bisschen neue Technik holen. Mal gucken, lasst euch überraschen. Und das Video soll heute auch nicht so lang werden. Ich habe mich gestern mit Max vorbereitet, so zu Feierabend hin, dass wir ein bisschen was mitbringen für den Stand morgens zu den WCQs hier in Halle. Ich mache da den Stand, ich kümmere mich um die Featured Matches. Und das ist so mein Ding für morgen, An- und Verkauf und ein bisschen Coverage bieten. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, dass mal wieder Deck-Features und Featured-Matches von einem etwas größeren Event in Halle dann auf dem Channel nächste Woche zu finden sind. Bleibt also aktiv dabei. Ich bin jetzt guter Dinge, dass hier mal wieder ein bisschen mehr Content kommt, auch ein bisschen abwechslungsreich alles gestaltet wird. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Lasst ein Like oder Abo hier, checkt mal Facebook, Instagram oder jetzt auch eBay ab. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen in Halle. Macht's gut, euer Jens.